Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße euch herzlich willkommen in meiner Papierwerkstatt. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man ein ganz schnelles Silvester-Goodie, ein Glücksbringer basteln kann. Das ist hier sowas. Die Schachtel habe ich gesehen auf Pinterest, fand die total klasse. Diejenigen haben da einfach so Blümchen reingeklebt oder man kann da auch einen Ring reinstecken als kleines Geschenkpräsent. Ich habe hier heute mal so einen kleinen Zylinder gebastelt mit hier einer Fontäne und einem kleines Kleeblatt. Und ja, hier das auch nochmal. Wer Lust hat, das nachzubasteln, der kann sich ja jetzt dann mein Video anschauen. Ich zeige euch, was ihr dafür braucht. Das ist gar nicht viel. Und im Prinzip ist es nur zum Falten. Das Einzige, was hier ein bisschen aufwendiger ist, ist dieser Zylinder, den ich dann auch selber gemacht habe. Aber das zeige ich euch gern. Wir brauchen gar nicht viel. Also wir bräuchten, ich habe jetzt hier einfach mal weißes Papier genommen, um euch das zu zeigen. Da man diese Faltungen bei diesem bunten Papier so schlecht sieht, habe ich mich dafür entschieden, euch das mit weiß zu zeichnen und zeichne euch das auch mal ein bisschen bunt an, damit ihr ganz genau wisst, wo ihr was zu falten habt. Das sind zwei Bögen 15 x 15 cm. Das ist hier so 200 Gramm Stärke. Ihr könnt auch ruhig etwas weniger Gramm nehmen, also so 180 oder vielleicht sogar nur 80, je nachdem, wie schnell ihr das falten wollt und wie lange es halt halten soll. Also das hier ist circa 200. Dann habe ich für den, einen Streifen, das ist hier für dieses Innenteil, ein Streifen 11 cm mal 3 cm, das habe ich hier auch in weiß gemacht, ihr könnt das in jeder Farbe machen, die ihr wollt. Dann für dieses kleine Kleeblatt, ein Stück in Restpapier, 3 cm mal 3 cm. Dann für den Zylinder brauchen wir, ich habe jetzt hier einen Kreis mir ausgestanzt, in 2,5 cm Durchmesser. Da könnt ihr euch variieren. Dieses Teil hier, dieser Bogen, ist 3 cm breit. Also ihr könnt da ruhig auch etwas größer werden. Viel kleiner würde ich es nicht machen, dann fällt es nicht mehr so auf. Okay, für diesen Deckel von dem Zylinder habe ich mir auch noch mal einen kleineren ausgestanzt. Der ist 1,8 cm circa breit. Dann für den Zylinder dann auch noch für diesen Rand habe ich einen Bogenpapier 6,5 mal 3 cm. Und ich habe mir für diese Fontäne, das habe ich hier aus einem ganz dünnen Gold- und Silberpapier gemacht. Das ist aber zu dünn, ihr seht es, das fällt einfach ab. Das ist zu dünn. Hier habe ich es aus Geschenkpapier, Geschenkschleifenband gemacht. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber ich habe mir diesmal was anderes ausgedacht. Ich habe mir jetzt einfach mal ein Stück Folie ausgeschnitten, 2,5 mal 6 cm, so circa. Da kommt darauf an, wie groß ihr diese Fontäne machen wollt. Wollt ihr die überhaupt machen? Das bleibt euch ja dann selber überlassen. Ja, das war's im Prinzip. Dann würde ich jetzt einfach mit dieser Faltung anfangen. Da müssen wir zweimal diese 15 cm mal 15 cm brauchen wir.
Und dann nehme ich hier jetzt eins, nehme dafür mein Falz- und Schneidebrett. Die ganzen Materialien, also sprich Utensilien, was ich brauche dafür, das zeige ich euch nachher wieder in der Infobox. Das möchte ich nicht mehr zeigen, da es sonst immer so den Rahmen sprengt. Deswegen zeige ich euch alles, was ich dafür benötige in der Infobox. Hier unter anderem jetzt hier mein Falz und mein Falzbrett. Ihr könnt es auch mit einem Falz- und Schneidebrett machen oder mit einem kleineren Falzbrett. Oder einfach nur mit Lineal, das geht auch. Aber hier geht es halt schneller. Das teile ich mir jetzt auf in drei Felder, a 5 cm. Also einmal bei 5 und einmal bei 10. Dann lege ich das quer. 5 und 10. Das gleiche mache ich mit dem zweiten Blatt auch. Einmal bei 5 und 10. Und dann wieder drehen. 5 und 10. Dann lege ich das zur Seite. Und jetzt falze ich mir die alle. Jetzt habe ich wieder mein Falzbein nicht dabei. Das liegt auf dem anderen Schreibtisch, aber man kann es hier auch mit dem Fingernagel machen. So, sollte gut gefalzt werden, wenn das ein etwas stabileres Papier ist. Wenn es ein dünnes Papier ist, müsst ihr aufpassen, dass es dann nicht zu stark falzt, weil es dann reißen könnte. So. Jetzt habt ihr 9 Felder. Ich mal die jetzt einfach mal eben hier in Rot an. Das ist ja jetzt hier nur mein Schaustück, damit ihr ganz genau sehen könnt, wo ihr jetzt was zu falzen habt. So, das sind jetzt hier meine Falzlinien. Jetzt müssen wir die untere, linke und die rechte Seite jeweils die Ecke einknicken, so dass die jetzt genau hier bis zur Falzung kommt. Einmal schräg einknicken. Die rechte Seite auch. Ich habe es auf YouTube gesehen in so einem schnellen Video. Ich habe es auch. Ich weiß nicht, wie oft ich das gucken musste, um das überhaupt zu begreifen, wo es hingeht, wo man was falzen muss, ne, und wo das liegt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch das jetzt mal ein bisschen ausführlicher. Dann habt ihr jetzt hier diese eine Ecke und die andere Ecke ja so umgeknickt. Jetzt geht ihr hin und nehmt diese rechte Ecke von und führt die zur linken Ecke. Genau da, wo sich die Spitze jetzt hier trifft in diesem Kreuz, da legt ihr jetzt die rechte obere Ecke hin. So, jetzt müsst ihr gucken, dass das hier natürlich ein bisschen gleich ist, aber nicht hier knicken. Wir knicken nur hier dieses rechte kleine Teil, also dieses Rechteck, dieses Teil wird nur geknickt. Das andere bleibt ungeknickt. Also habt ihr hier wieder einen Knick. Ich mal das mal wieder an. So, das wäre der Knick. Jetzt müsst ihr diese Ecke, das ist das gegenüberliegende, auch bis hier hinführen. So. Und dann müsst ihr diese Ecke knicken. So, das ist wieder hier. Dann sieht das so aus. Jetzt drehe ich das Ganze um und dann habt ihr, sind hier, ich mal es hier auch noch mal ein bisschen an, hier meine Kreuzungen. So, wir müssen nämlich jetzt
ihr das seht. Das sind jetzt hier meine Kreuzpunkte. Okay, jetzt habt ihr die Ecke, also das liegt ja jetzt unten. Und das müsst ihr jetzt nach oben führen, bis zu der Mitte. Also im Prinzip ergibt das die Linie zu den äußeren Eckkanten. Und hier ist die Spitze genau bis zur Kante unten. So. Wieder öffnen, dann nehmt ihr euch das andere. Das ist jetzt diese Ecke und macht das genau gleich. Auch wieder bis zu dieser mittleren Kreuzung und es ergibt eine Linie mit diesen Außenecken. So. Dann drehe ich mir das wieder um. Dann habt ihr hier jetzt auch nochmal Knickfalten. Ich kann euch das auch nochmal eben anzeichnen, wo die Falzlinien sind. So, dann sieht das so aus. Jetzt habt ihr die hier, jetzt müsst ihr dieses Teil hier bis zur Mitte, bis zu dieser Kreuzung, sage ich jetzt mal, einmal umschlagen. So, ich merke gerade, mein Papier ist doch etwas zu steif, aber ist egal, jetzt zum Zeigen reicht es. Ja, und dann dreht ihr das Ganze um, dass das nach vorne zeigt. So. Dann faltet ihr das so. Und dann auch so. Dann ergibt das hier so ein Kasten. Also nochmal. Das wird hier einfach rüber gefaltet und das wird nach unten gelegt. Das rüber gefaltet, das nach unten gelegt. Jetzt kommt der ganze Trick, ihr müsst das jetzt, diese Sache hier rüber schieben. Dann knickt sich dieses hier in der Mitte. Also ihr seht es, das knickt sich so nach hinten. Das müsst ihr jetzt hier auch einmal öffnen. Das ist jetzt das letzte Teil. Das auch so hochschieben, dass sich das nach da knickt. Und dann habt ihr das erste Teil fertig. So. Und dann wäre im Prinzip das eine Teil fertig. Jetzt mache ich das mit dem anderen auch nochmal. Das mache ich jetzt aber halt ohne diese Beschriftung. Also nochmal die Ecke. Die Ecke. Wenn man es einmal raus hat, geht es nachher ganz schnell. So, dann die Ecke, das ist die gegenüberliegende Ecke und dann nur hier diese Seite knicken. Und dann die gegenüberliegende Ecke von dieser und diese Seite knicken. So. Dann umdrehen. Einmal das bis zur Mitte. Wieder umdrehen und einmal das bis zur Mitte. Mit dünnerem Papier klappt es besser. Aber ich habe jetzt auch kein dünneres Papier zum Zeigen, also lasse ich es jetzt. Gut, dann drehe ich mir die Sache um, lege die wieder um, falte das einmal bis zu dieser Kreuzung in der Mitte, drehe die Sache. Knicke mir jetzt hier die Seite um und ich knicke hier die Seite um. Und dann knicke ich das nach vorne. Und das öffne ich und knicke das auch so um. Dann wäre das zweite Teil fertig. Ihr seht hier, dadurch, dass das jetzt doch etwas dick ist, ist das schon ganz schön mächtig an den Kanten, aber das geht.
So, und jetzt nehme ich die beiden Teile und lege die mir so ineinander, so, dass die im Prinzip diese Quadrate genau aufeinander liegen und die klebe ich dann einfach fest hier mit ganz normalen Kleber. Nimm das Innere, klebe das hier fest. So. Das auch. Dann wäre die Box im Prinzip fertig. Fertig. Jetzt klappt das hier noch zusammen. Das geht aber gleich weg, wenn wir dann diesen Querbalken da rein arbeiten. Das ist dieser Streifen 11 x 3 cm. Der muss einmal gefalzt werden, jeweils auf der einen Ecke bei 1 cm und bei 10 cm. Also ihr müsst am Rand jeweils einen 1 cm Falzstreifen haben. Und der wird jetzt hier auch angeklebt. Hier kommt ein bisschen Kleber und hier. So. Jetzt lege ich den so hin, dass diese Laschen nach oben halten. Und suche mir jetzt hier im Prinzip hinter dieser Knickkante, da suche ich mir meinen ersten Punkt und klebe diese Lasche dagegen. So. Und das gleiche muss ich jetzt auf der anderen Seite auch machen und klebe die dann hier dagegen. Das ist jetzt etwas komplizierter, aber man sieht es auch. Seite etwas öffnen und dann, ihr seht dann, das bewegt sich dann nach unten und ist dann da drin. So. Jetzt muss ich nur vorsichtig sein, es ist ja noch nicht richtig trocken, also erstmal so trocknen lassen. Und hier können wir dann gleich den Zylinder drauf legen oder kleben. Und für den Zylinder habe ich ja hier diesen Kreis, 2,5, das ist der untere, das ist der, ich hole es mal so raus hier, dieser untere, dann kommt der obere und hier die bei mir sind es jetzt hier 6,5 mal 3. Ihr müsst euch das natürlich jetzt ausrechnen, wie viel ihr als Umfang braucht, um hier dann diesen Rand zu machen. Jetzt brauche ich aber nochmal eben einmal mein Falzbrett, weil wir müssen hier an den Kanten jeweils bei einem halben Zentimeter, also 0,5 mm noch mal eine Falzung machen. Also bei, das heißt hier bei 0,5 und bei 2,5. Das knicke ich mir jetzt einmal. Das hätte ich vielleicht auch in Weiß machen sollen, damit ihr es besser seht. Aber ich hoffe, das ist zu sehen. So, und diese Falzlinien, die müssen wir einfach mal einschneiden. Jetzt muss ich doch mal eben meine Schere holen. Die habe ich hier tatsächlich vergessen. Ja, das ist der Nachteil, wenn man an zwei Schreibtischen arbeitet. Der eine zum Normalbasteln, der andere dann zum Filmen. Also ich mache jetzt hier einfach, so wie beim Laternenbasteln oder für andere Sachen hier diese Zähne schneide ich mir jetzt hier rein, so Dreiecke, immer bis zur Falz. Hier bei dem Kleinen ist es natürlich etwas fummeliger, aber es funktioniert auch. So,
Ja, dann habt ihr hier diese Klebelasche. Das andere auf der anderen Seite auch. Sollte nur gucken, dass er das wirklich nur bis zur Falz und nicht darüber hinaus, weil dann sieht es nicht mehr so schön aus. So. Dann habe ich das jetzt hier. Das ziehe ich jetzt einfach mal hier über mein. War jetzt so schlau und habe direkt mein Falzbein mitgebracht. Ich ziehe das jetzt einfach so über mein Falzbein, damit es ein bisschen sich wölbt. So. Das Teil können wir jetzt hier drauf kleben. Ich lasse es hier noch offen, weil ich weiß gerade nicht genau, wie weit ich kleben muss. Deswegen mache ich jetzt erstmal nur diesen Rand und klebe das jetzt so fest und den Rest klebe ich gleich dann zu. Ich nehme jetzt hier mein Teil und lege das so da drauf. Versuche das so genau wie möglich auf diesen Kreis zu kleben. Ist eine kleine fummelige Sache jetzt, aber es funktioniert. Mit dem Flüssigkleber natürlich auch noch etwas schwieriger, als wenn ihr jetzt Klebe hier von meiner Klebemaschine oder so, wenn das jetzt fester Kleber ist, Klebestreifen oder so, das geht dann natürlich schneller. Aber es funktioniert auch mit diesem Flüssigkleber. Muss halt nur immer ein bisschen mehr drauf achten. So, jetzt habe ich hier eine kleine Lasche, die übereinander liegt. Und die, da packe ich mir jetzt einfach ein bisschen Kleber hin und drücke das nochmal mit dem Finger zusammen. So, drücke ich jetzt einfach auch meinen Finger drauf. Bis es fest ist. Hier nochmal. So. Dann lege ich die wieder um, so dass das so aussieht. Dann habe ich hier den Deckel schon mal. Das ist nicht ganz exakt jetzt. Das kann noch ein bisschen schieben. So. So. Das könnt ihr, wenn ihr wollt. Wenn ihr jetzt so eine Fontäne machen wollt, hier in der Mitte ein Loch reinmachen. Das hätte ich jetzt vielleicht vorher machen sollen. Ich pick's jetzt einfach mal mit dem Bleistift hier in der Mitte ein Loch rein. Ja, das funktioniert gerade nicht. Dann muss ich es von der anderen Seite mit dem Cutter. So. Kleines Löchlein. So. Ein Loch rein. Das hättet ihr vorher machen sollen. Habe ich natürlich wieder vergessen. Okay. Dann hatte ich ja diese Fontäne, die da oben drauf kommt. Da habe ich mir hier so einen Streifen. Ja, das ist, ihr weiß ich nicht, so irgendeine Folie ist das. Da werde ich jetzt einfach hingehen und hier so längs Fransen reinschneiden. Ihr hättet die auch so reinmachen können. Das bleibt gleich. Das bleibt euch überlassen. Ich mache es jetzt einfach mal so.
dann könnt ihr das so klein so aufwickeln. Am besten nehmt ihr euch vorher hier so ein doppelseitiges Klebeband und klebt euch das hier unten einmal fest. So. Dann könnt ihr das aufwickeln. Dazu könnt ihr jetzt, wenn ihr ein ein Zahnstocher oder hier die Büroklammer. Die legt ihr euch jetzt einfach hier so rein und wickelt das so da drum. Oder ein Zahnstocher. Oder eher so ein Quill, so eine Quillnadel, wie sie sich die nennt. So. Und dann einfach weiter, so lange weiter drehen, bis soweit ihr das haben wollt, wie es aussehen soll. So. Ich lasse es jetzt mal so. Dann habe ich noch für den nächsten Zylinder einen Rest. Den kann ich auch gleich noch machen. Das reicht. So. Es ist dann natürlich hier bei diesem von der oberen Seite nur weiß. Ich hätte es vielleicht andersrum machen, drehen sollen. Ich probiere es nochmal aus. Habe ich das jetzt? Ich drehe es jetzt einfach mal so rum, dass das Weiße nach außen kommt. Dann sieht es, glaube ich, schöner aus. Es geht auch so mit der Hand einfach. So, ja. Und dann sieht man das Goldene, wie das halt oben ist. Dann müsst ihr jetzt gucken, wie viel ihr jetzt da gedreht habt, ob das schon in euer Loch passt. Wenn es nicht passt, müsst ihr das natürlich etwas weiten. Dementsprechend, wie groß dieses Teil ist. Das schiebt ihr dann einfach da rein. Das reicht noch nicht. Na, das ist doch das. Das schiebt ihr da rein. Könnt ihr das wieder umknicken. Hier, der, ich glaube, das mit dieser, mit diesem Schleifenband, mit diesem Kräuselband, das funktioniert, glaube ich, am besten. Also müsst ihr ausprobieren. Sieht jetzt aber auch nicht schlecht aus. So. Das könnt ihr jetzt fixieren hier innen drin mit der Heißklebepistole oder einfach Kleber. Ich glaube, ich fixiere es mal ein bisschen mit der Heißklebepistole. Man kann es auch vorher, bevor man das jetzt reinsteckt, da einmal ein bisschen machen. Aber es geht auch. Geht nur darum, dass es nicht rausfällt. So. Das ist jetzt fixiert. Das muss nur einmal trocknen. So, dann knicke ich die wieder um, packe hier Kleber drauf und lege das dann hier auf meinen größeren Ring genau in die Mitte. Dann habt ihr diesen Rand von dem Zylinder. Ich hätte den vielleicht gerne etwas breiter, aber ich habe leider nicht die passende Kreisstanze dafür. Aber das sieht auch gut aus hier. Ja, und dann habe ich noch dieses 3 cm mal 3 cm Restpapier grün. Das falte ich mir jetzt einmal in die Mitte und dann nochmal in die Mitte. So. Dann gucke ich diese Faltung, die hier übereinander ist, die zeigt zu mir, und dann kann ich im Prinzip hier, entweder mache ich mir schon mal eine Zeichnung und mache mir hier so ein Herz rein, so, jetzt male ich mir an, so, oder ich schneide es
einfach Freihand. Schneide das einfach aus. So. Vielleicht habt ihr ja auch eine Glücksklee-Stanze, könntet ihr auch benutzen. Habe ich leider nicht. Die ist nicht so schön geworden. Da muss ich nochmal nachschneiden. Da ist der Rand mir nicht so gut gelungen. So. Na. Ist halt sehr klein. So, und dann habt ihr ein Glücksklee Blatt. Und das guckt ihr jetzt mal, das gegenüber entgegen, also gegenüber von der Naht ist und klebt das einfach hier mit drauf. So einen kleinen Punkt. Ja noch eins oder zwei oder noch ein Stiel oder irgendwas. Alles, was euch so gefällt. Ich hätte hier auch noch so, ich werde, glaube ich, heiser. So ein Schweinchen, das könnte ich ja auch da drauf kleben. Selbst gemalt, also nicht so schön, aber passt. Glücksbringer. Ja. Und das Ganze klebe ich jetzt dann hier auf mein. Das klebe ich jetzt einfach mal mit Heißklebepistole, dann geht es schneller. Das ist ja nur mein Schaustück. Ups. Klebe es da drauf. In die Mitte. Na, es hält nicht. War nicht genug Kleber. Die Faltungen. So, und dann geht die ganze Sache nach unten und ihr habt euer Silvester-Goodie. Ist doch eine gute Idee. Das kann man hier vielleicht noch Prost Neujahr oder irgendwas hinschreiben. Oder noch ein Schleifchen drum. Ja, das ist ja, wie gesagt, also das sieht hier eigentlich doch richtig ganz gut aus. Ja, das war's. Viel Spaß beim Nachbasteln und schaut euch gerne auch mal meine anderen Videos an. Das ist jetzt hier nur eine Kleinigkeit gewesen. So kurz vor Weihnachten hat man ja sehr viel zu tun und deswegen habe ich mir gedacht, aber wenigstens eine Kleinigkeit, dass ihr auch an mich denkt. Ja, dann wünsche ich euch ein frohes neues Jahr, falls wir uns dieses Jahr noch nicht mehr sehen oder hören oder weiß Gott was auch immer. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und ja, dann bis bald.